Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, geschätzte Zuseher auf der Tribüne und vor den Bildschirmen. Kollege Gahr hat es vorhin erwähnt, die Tragödie passierte am 29. Oktober mit der Folge, dass 2 Menschen erschossen wurden und eine Person schwer verletzt. Der Täter ist geflüchtet und wir fahnden nach wie vor nach ihm. Die Polizei, das Innenministerium unter Leitung des Herrn Innenministers hat gewaltige Anstrengungen unternommen, um diesen Täter auszuforschen. Hunderte von Polizistinnen und Polizisten machten rund um die Uhr Dienst. Besondere technische Ausrüstung wurde eingesetzt und die Fahndung läuft nach wie vor. Dafür möchte ich auch mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, aber auch beim Bundesminister bedanken für ihren Einsatz und für die Mittel, die hohen finanziellen Mittel, die dafür zur Verfügung gestellt wurden. Dankeschön. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es wichtig ist, diesen Mörder zu fassen. Und es ist gut und recht, wenn jeder, der kann, einen Beitrag dazu leistet. Ein Beitrag hierzu kann selbstverständlich auch eine parlamentarische Anfrage sein. Aber diese Anfrage, wie sie gestellt wurde und mit welchem Hintergedanken sie gestellt wurde, ist nichts anderes als eine Verhöhnung dieses parlamentarischen Rechts. Und ich werde Ihnen auch sagen, warum. Wenn Sie in dieser parlamentarischen Anfrage anmerken, dass auffallend ist, dass beim gesuchten Täter die Dichte an FPÖ-Politikerinnen und FPÖ-Sympathisanten in seinem Umfeld groß ist und dass mit Stand 29. Oktober mindestens 80 Personen mit einem Bezug zur FPÖ mit Herrn auf Facebook aufscheinen, dann bedeutet das nichts anderes, als dass Sie Menschen, die vielleicht nicht Ihrer ideologischen Gesinnung sind, in schiefes Licht rücken wollen oder, wenn man es ganz scharf und schlimm formuliert, dass Sie in die Nähe eines Mörders rücken wollen. Vielleicht sogar, dass man Ihnen sogar einen Mord zutraut. Ich sage nur, das ist eine Schande des Parlaments. Dabei haben Sie nämlich Ihr wahres Gesicht gezeigt in dieser Anfrage. Ihr wahres Gesicht, indem Sie noch eine stalinistische Einstellung haben. Sie können ruhig protestieren. Ich lese Ihnen die Frage 16 vor, meine Damen und Herren. Hier wird gefragt, mit welchen Mitgliedern hatte der Friedrich F. mit der FPÖ Kontakt? Die Frage 17, ist Ihnen bekannt, mit welchen Personen des öffentlichen Lebens der Herr F. Kontakt hatte? Sie fordern diese Frage vom Herrn Innenminister, obwohl Sie genau wissen müssten, dass es dafür Gott sei Dank keine Rechtslage gibt. Nur weil jemand von der FPÖ ist oder einer anderen Bewegung, glauben Sie, er wird bespitzelt. Ich meine, das ist doch, das schlägt das dem Fass den Boden aus. So steht's drinnen. Lesen Sie es nach. Sie reden vom Rechtsextremismus und meinen, Menschen anderer Gesinnung zu bespitzeln. Das ist das, was Sie denken. Und dafür ist es auch gut, dass Sie heute da sind, wo Sie sind und nicht Regierungsverantwortung tragen. Dankeschön. Die Anfrage der SPÖ sei eine Verhöhnung dieses parlamentarischen Instruments, sagt Günter Kumpitsch von den Freiheitlichen.